Drei Winter ist das Porträt einer speziellen tragischen Liebesgeschichte und einem sehr starken und faszinierenden Ort in den Bergen. Ich habe eine Geschichte gehört von einer Frau, die ihren Partner aufgrund einer Krankheit verloren hat, aber jetzt verloren im Sinne von, der ist nicht sofort gestorben, sondern er hat sich verändert, so sehr stark in seiner Persönlichkeit. Ja, das fand ich irgendwie sehr berührend, wie sie das erzählt hat, dass sie, wie sie versucht hat, diesen Weg mit ihm zu gehen, und irgendwie hat sie zu sich gefunden, und dadurch, dass sie zu sich und zu ihrer, sagen wir mal, irgendwie eine Art von Liebe, die sie einfach in sich hat, hat sie das geschafft, sozusagen daran nicht zu verzweifeln. Diese, sage ich, für mich menschliche Größe fand ich total inspirierend, und ich habe dann mit einem Neurologen Kontakt gehabt, und der hat mich in Kontakt gebracht mit verschiedenen Patienten, die an Tumoren leiden, die eben an einer gleichen Stelle sitzen, wie das bei ihm der Fall war. Und ich habe verschiedene Geschichten gehört, wie sich diese Menschen verändern und auch wie diese Partner damit umgehen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass in ländlichen Regionen oder sogar wirklich in den Bergen die Leute nochmal anders damit umgehen, dass es eine andere Akzeptanz gibt für Veränderungen, die man nicht unter Kontrolle hat, als im städtischen Umfeld. Und das fand ich dann interessant, und dem bin ich nachgegangen, und das hat mich in die Berge geführt, und da dachte ich irgendwie, da würde ich gerne diese Geschichte ansiedeln, und habe diese Leute kennengelernt. Für mich ist es eigentlich ein Film über diese Menschen und über deren Haltungen und über die Art und Weise, wie sie im Leben stehen und wie sie mit diesen Dingen umgehen. Ich habe gemerkt, der Mensch interessiert mich mehr, und ich kriege von einem Laien kriege ich das mehr. Der Schauspieler hat das, der hat diese Technik, und da ist manchmal auch so eine Hülle, die mich daran hindert, wirklich zu dem Menschen vorzudringen. Und der Laie hat das nicht. Er hat auch nicht dieses Bewusstsein für die Kamera, was ich sehr beglückend fand, dass es das nicht gibt. Und der Laie spricht einfach seinen Dialog so, wie er da steht, und er versucht nicht die ganze Zeit diese Bedeutung dem Wort einzuverleiben. Und deshalb, weil es mir am Herzen lag, eine ganz authentische Inszenierung herzustellen der Leute, war es irgendwie klar, dass das Laien sein müssen. Wenn wir nochmal rückgehen, dann ist es mit dem Fremdkörper. Natürlich könnte ich auch einen Dokumentarfilm über sowas drehen, aber ich wollte sozusagen diese dokumentarische Wirkung, diese authentische, in einen Spielfilm integrieren. Und da habe ich verschiedene Sachen ausprobiert. Was kann ich dem formal entgegensetzen, damit das eben auch ja, als Spielfilm funktioniert, und ich habe wirklich versucht, so eine Bühne zu bauen für die Laien, und das ist auch klar konstruiert. Die Geschichte ist wirklich konstruiert, in verschiedene Kapitel eingeteilt. Das ist keine dokumentarische Kamera, die auf die Dinge reagiert. Das ist eine Kamera, die schon im Vornherein weiß, was passiert. So. Und ich fand diese Reibung interessant, also diese leichte Stilisierung, diesem dokumentarischen Ansatz entgegenzusetzen. Ein bisschen hatte ich das im Hinterkopf, dass die Natur eine wichtige Rolle spielt. Deshalb haben wir auch viele Aufnahmen während dem Dreh gemacht. Aber dass die Natur wirklich eine Figur wird, für mich jetzt oder für meinen Cutter, das war, haben wir im Schnitt entdeckt, dass wir das so auch einführen wollen. Wir folgen Anna, wir folgen Marco, aber auch so ein bisschen,
wie die Natur das beeinflusst. Wir hatten wirklich stark das Bedürfnis, in einem anderen Format zu drehen, in 4:3, weil wir nicht über das Breitbildformat in den Bergen die Zuschauer einfach überwältigen wollen. Und die Menschen, um die es mir geht, die stehen dann plötzlich nicht mehr so im Fokus. Und da es mir darum ging, die Menschen und den Ort zu porträtieren, es gibt ein großes Bedürfnis oder großes Interesse, sage ich mal, von mir, auch ethnografischen Blick darauf zu werfen, auf diesen Ort und auf diese Leute, war das dann klar, wir gehen mit dem Format. Ich habe mich zum ersten Mal getraut, wirklich so explizit mit Musik zu arbeiten im Film. Das kam nach und nach. Es war angedacht, dass wir natürlich diesen Dorfchor, der die Geschichte strukturiert und auch diese Verbindung zur griechischen Tragödie nochmal aufmacht, dass wir da mit Musik arbeiten. Ich habe Schweizer Liedgut recherchiert, was textlich und inhaltlich zur Geschichte passt, und habe dieses Liedgut meinem Bruder gegeben, Tobias. Ich wusste, er versteht meine Idee, und ich habe ihm diese Texte gegeben, und er hat zusammen mit Janik Kieger, einem Komponisten, das komponiert. Es ist auf jeden Fall jetzt nicht eine Musik, die Emotionen sozusagen einfach untermalen und unterstützen und vergrößern soll, sondern sie soll ein Element sein, was eine Eigenständigkeit hat. So. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass auch dieser Rhythmus in den Bergen und dieses Zählen in Winter, in Jahre, dieser Zyklus der Jahreszeiten, auch dieser Kreislauf, der sehr stark da oben zu spüren ist, viel mit dem Film zu tun hat. Und über dieses Dialekt Dri Winter auch da nochmal ein Bezug zum Ort und zur Sprache da ist. Und dann war für mich das klar, dass das der Originaltitel sein muss. Wenn man das übersetzt auf Englisch mit Three Winters, ist seltsam. Dann ist eben im Englischen der Arbeitstitel A Piece of Sky geblieben. So haben wir das dann entschieden, dass wir sozusagen also mit zwei Titeln den Film taufen. Musst du heute nicht arbeiten? Ich war ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, auch, dass der Dri Winter jetzt als Schweizer Oscar-Kandidat ins Rennen geht. Ich freue mich sehr, aber es ist natürlich, sage ich mal, eine spezielle Wahl auch. Der Film beginnt mit einer Einstellung von einem Stein, die dauert 2 Minuten. Ich bin gespannt, ob die Academy-Mitglieder diese Geduld auch mitbringen und auch diese Offenheit, irgendwie so eine andere Seherfahrung zu machen. Wieso nicht, dass die Amerikaner ein bisschen Urnerdeutsch kennenlernen und Steine angucken lernen, ist doch vielleicht ganz gut. Er ist krank. Er ist kein schlechter Mensch.